Metal Leute, ich bin neu hier. Kaum ist Mimon zurück, schon rotiert Rainer. Rainer ist zurück und dann löscht er sich wieder ganz schnell. Das kann man hier so relativ kurz fassen, denn er hat einen neuen Blog veröffentlicht. Diesen hat er nach sehr kurzer Zeit, ungefähr geschätzt 10 Minuten, nachdem es auf Schanzenwatch gepostet wurde, hat er seinen Blog relativ schnell wieder gelöscht. Aber unser lieber Rainer Winkler, aka Drachenlord, sagt ja immer, dass die Hater oder die Kritiker ja so dumm sind und überhaupt nichts in der Birne haben. So wenig in der Birne, dass innerhalb von wenigen Minuten es schaffen, seinen Blog, den er wirklich relativ kurz wieder gelöscht hat, zu saven. Ich grüße hier an der Stelle Mascardo, denn der hat diesen Blog hier gesaved, komplett. Ich werde diesen Link auch in die Beschreibung und in die Kommentare packen, dann könnt ihr euch das nochmal mit eigenen Augen angucken. Und da gibt es tatsächlich ziemlich viel. Ich mache mal die Hauptseite von ihm auf. Er hat hier eine Kommune der Religion eröffnet. Das hier ist die Startseite. Ich lese mal ein bisschen draus vor, aber hier gibt es wirklich viel Wall of Text mit einem Forum tatsächlich. Ja, er macht dafür extra ein Forum. Aber das Hauptaugenmerk ist sowieso diese Audiodatei. Die geht 5,5 Minuten, wir hören sie dann nachher zusammen an. Zuerst mal ganz kurz die Startseite. Also, am 25.07.2024 hat Rainer Winkler aka Drachenlord begonnen, das alles hier aufzusetzen und zu schreiben. Also diesen Blog, diesen Forum, sein Manifest des Glaubens. Also sowas ähnliches wie das kommunistische Manifest, bloß halt anders. Das alles hat er vor ein paar Tagen angefangen zu schreiben. Und wenn ich jetzt neu lade, ich klicke jetzt einfach mal auf die Startseite. Ist der Blog weg. Aber wir bedanken uns alle bei Mascardo, denn ohne ihn wäre dieser Blog jetzt erstmal wieder weg. Aber der würde irgendwann in der Zukunft wieder veröffentlicht werden, weil Drachenlord dafür bekannt ist, dass wenn er irgendwas macht, scheißegal was, auch wenn es einfach nur Scheiß im Klo ist, dann möchte den Leuten das irgendwie zu wissen geben, damit die Bescheid wissen, aha, guck mal, der hat da was gemacht und dann kriegt er wieder etwas Aufmerksamkeit und dann reden Leute über ihn. Und das will er ja auch, ja. Müsst ihr halt wissen, der ist egozentrisch, narzisstisch. Für die Leute, die es nicht wussten, jetzt wisst ihr es. Ich lese vor. Also hier wirklich nur eine ganz grobe Übersicht, aber das Manifest des Glaubens. Halbe Bibel, ganzer Hurensohn. Und das gleiche gilt auch nur für das Manifest der Kommune bzw. Gemeinde. Und wenn ich hier auf Forum klicke, dann kommen wir auf sein Forum. Total toll und sowas. Zu diesem Forum hier werde ich noch etwas Wichtiges sagen, denn dieser ist noch online. Ihr könnt euch hier registrieren, macht das aber bitte nicht, wenn überhaupt, nur mit einer E-Mail-Adresse, die überhaupt keine persönlichen Daten von euch hat. Das ist sehr wichtig, denn die E-Mail-Adressen, die werden in der öffentlichen Mitgliederliste angezeigt. Ja, hier ist eine E-Mail, die habe ich hier geschwärzt, also Vorsicht, wenn ihr ein bisschen trollen wollt. Also, ich lese einfach mal vor. Glaube an Freiheit. In diesem Blog soll es um eine Kommune und eine Religion gehen. Mein Ziel ist es, eine Kommune zu gründen, in der ein eigener Glaube, Religion, existiert. Ich bin hier auf der Suche nach Menschen, die meinen Glauben und meine Überzeugung teilen. Ein eigener Glaube, eigenes meint er mit, das ist meins, Drachenlord, ja? Der Blog wird klar in Glauben und Religion geteilt, aber beides ist miteinander verbunden. Ich will eine friedliche Kommune mit friedlichem Glauben und freiem Geist kombinieren. Es soll so weit wie möglich Selbstversorgung geben. Alles weitere erfahrt ihr im Blog. Im Grunde ist es genau dieselbe Schnapsidee, die wir auch schon Anfang dieses Jahres haben, nämlich Kommune der Freiheit, meine ich natürlich, ich bin ja nicht Skybro. Es ist im Grunde das gleiche, bloß jetzt haben wir noch Religion im Spiel. Vielleicht möchte er eine eigene Kirche gründen und dann keine Steuern mehr zahlen müssen. Was soll's. Wöchentlicher Beitrag, erste Woche von im Grunde gestern. Ich klicke auf mehr Anzeigen und der ganze gleiche Scheiß, das hier ist ein Originalforum, das gleiche ist auch alles hier. Also wenn ihr hier jetzt auf diesen Forum reingeht, Manifest des Glaubens, könnt ihr nochmal lesen, also ja, willkommen 2006 oder irgendwann in der Vergangenheit, nochmal Manifest der Kommune. Also echt, das, boah, ich mache das nicht in diesem Video, ich mache das im anderen Video. Regeln und Richtlinien, bla bla bla, ich bin hier der Gott, nicht du, nicht andersrum oder bla. Vorher gab es hier noch ein paar andere Reiter, wo du noch Vorschläge einbringen konntest und schreiben und bla. Das hat er aber alles, glaube ich, erstmal wieder relativ schnell rausgenommen, weil die Hater keine Scheiße bauen sollen. Deswegen bringt dir eine Registrierung aktuell nicht viel. Wir lesen erstmal die erste Woche, was ihr geschrieben hat. Ich bin gespannt, da ist ein Flitzebogen. Erste Woche vom 28. Juli 2024. Einmal die Woche werde ich hier für euch eine kleine Zusammenfassung schreiben. Darin wird zum einen die Entwicklung des Blogs sowie die Entwicklung im Forum festgehalten. Genau wie wir auch unsere neuen Mitglieder sollte es welche geben begrüßen. Was soll das heißen? Genau wie ein Bericht über besondere Ereignisse unserer Kommune oder unseren Glaubens betreffend. Wir können uns schon mal alle auf diese scheiß Audiodatei freuen. Zusammenfassung.
Das Manifest sowohl für die Kommune als auch für den Glauben ist fertig geschrieben. Änderungen können natürlich noch vorgenommen werden. Dazu wurde der Blog wie auch ein Forum erstellt, in dem man beiden die Manifeste nachlesen kann. Im Blog werden vor allem Berichte, Zusammenfassungen oder besondere Ereignisse mitgeteilt. Man kann zwar auch hier kommentieren, aber diskutieren muss man bei Bedarf im Forum. Derzeit bin ich als Gründer noch alleine, hoffe aber bald möglichst neue Mitglieder zu finden. Das werden bestimmt echte Mitglieder sein, die auch wirklich Interesse an diesem dämlichen Projekt haben. Neben dem Blog und dem Forum gibt es aktuell noch keine andere Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, weil Discord für ihn viel zu viel Arbeit ist. Wobei vor allem das Forum überhaupt Möglichkeiten bietet. Neben diesem wird es wohl bald mit einem Podcast losgehen. Hören wir uns auch gleich an. Neben Podcasts auf Spotify wird es bald wohl auch ein Discord, so wie auch schon wieder. Der wievielte Discord-Server ist das? Der 20. So wie ein X-Account geben. X, ganz wichtig. Jeder andere schreibt hinter X in Klammern Twitter. Er nicht. Es ist auch die Überlegung, da eine Facebook-Gruppe und oder Seite zu erstellen. Total großartig, weil jeder Facebook nutzt, aber egal. Wobei letzteres derzeit eher weniger interessant sein dürfte, weil Facebook eine sterbende Seite ist. Aber nicht in Indien. In des Manifests, die sowohl im Blog als auch im Forum zum Nachlesen bereitlegen, kann man sich schon mal vorab informieren. Im Forum kann man außerdem anders als im Blog sich anmelden, wo man sowohl miteinander als auch im dafür vorgesehenen Bereich des Forums Themen erstellen und miteinander diskutieren kann. Natürlich werde ich mich ebenfalls beteiligen. Und die Werbung, wo bleibt denn seine eigene Werbung? Der nimmt hier an, dass... Ich glaube, das nimmt an, dass die anderen Leute wie Ofenkäse, ich, Mimon oder sowas, dass die Werbung machen und dann auf diesem Blog und so weiter verlinken. Okay, ja, aber, ein großes Aber, jede, die ich gerade eben aufgezählt habe, die haben keine Leute als Zuschauer, die Drachenlord unterstützen. Zumal Drachenlord sich durch die Leaks, die Ofenkäse rausgehauen hat, sich in den letzten Wochen wirklich sehr viel Hass wieder zu sich gezogen hat. Aber das ist dem offensichtlich scheißegal. Weder macht er noch irgendwas im Internet auf TikTok oder Hitbox oder Twitch oder YouTube oder sonst wo. Nee, es ist nur ein Blog, das keinen Schwanz finden kann. Wie denn auch? Ich lese weiter. Energien dieser Woche. Diese Woche stand ich teils sehr unter Strom. Ob es vielleicht an der Ankündigung von einfach Mimons Video lag? Oh, das hatte ich im Gerücht. Das warme Wetter und am Wochenende die Abkühlung durch den Regen und Gewitter hat mir viel Energie gegeben. Oh, die Energie. Zudem ist Gewitter und starker Regen eines meines Lieblingsereignisses, bei dem ich besonders gut schlafen kann. Die Energie und Kraft, die Winde, Wasser und Energie in Form von Blitze entfesseln kann, ist immer wieder beeindruckend. Ich habe gerade kurz nachgedacht, aber die Grammatik, die ist mir einfach zu viel für mich. Ich glaube, ich bin einfach nicht schlau genug dafür. Ich fühle mich leider in der letzten Zeit aber oft allein und einsam. Oh, guck mal, da kommen wir zum eigentlichen Thema, wieso dieser Quatsch überhaupt existiert. Kleiner Spoiler hier an der Stelle. Der hat keine Bärchen mehr, die er im Schlaf begrapschen kann. Trotz Kontakt zu Freund und Familie, seit wann hat er mit der Familie wieder Kontakt, das hatte ich schon gerüscht, fühle ich mich immer etwas alleine. Der mittlerweile länger als zweijährige, unfreiwillige Verzicht auf körperlichen Kontakt zu anderen Menschen ist auch nicht ganz unschuldig daran. Aus den Leaks von Ofenkäse geht doch hervor, dass Drachenlord vielleicht sogar jemanden sexuell belästigt hat. Also im Schlaf angrapschen, was ich vorhin gesagt habe. Was soll diese Lüge wieder? Wie ich, also Drachenlord, immer sage, niemand kann so gut verstehen, wie wichtig Körperkontakt und Sex ist, wie jemand, der darauf verzichten muss. Der macht mich wieder fertig, ne? Okay, der Spruch ist aus einer Serie, Scrubs, die Anfänger geklaut. Macht es aber deswegen nicht weniger wahr. Ach, halt die Schnauze. Lebenseinstellung dieser Woche. Hä? Wie eigentlich immer gehe... ich jeden Tag aufs Neue an. Auch wenn ich aus bestimmten Gründen die letzten Jahre eingeschränkt bin, sehe ich jeden Tag als Geschenk und versuche ihn so gut und positiv wie möglich anzugehen. Ja, und dann verflucht er die Hater und redet wieder über mich, dass ich ein blöder pädophiler Nazi sei, bla bla bla. Etwas, was ich nebenbei jedem empfehlen würde. Ach so, Beleidigung, Verleumdung ist das, was er jeden empfehlen würde. Ja gut, okay, dann machen andere Trolle das im Internet ja wohl richtig. Das Leben geht weiter, ob mit oder ohne uns. Solange wir am Leben sind, sollten wir doch immer das Beste daraus machen. Oder? Fragezeichen. So oder so ist es einfacher, wen wie immer mit einem N, man sich auf Positives freut. Ob man nur mit den Menschen zusammen ist, die man liebt, oder ob man neue Menschen kennenlernt. Und selbst wenn man sich nur auf eine kleine Leckerei freut, die man sich gönnt, wie beispielsweise ein Eis oder etwas Süßes oder Salziges. Oder was man selbst eben idealerweise bevorzugt. Oder man sich einfach nur ins Gras legt und einfach die Energien um sie selbst genießt. Am besten legt man sich frei von allem nackt ins Gras, sondern der Schatten, und macht einfach die Augen zu und spürt die Sonne, den Wind. Ich habe gerade eben Bilder im Kopf.
Ihr werdet sehen, schon kurze Zeit später fühlt ihr euch gut. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben schön machen. Es gibt auch etwas, im Beispiel in die Sonne legen, das nennt sich Vitamin D. Wie Dildo. Apropos Dildo, warte mal, da fällt mir was ein. Ich zeig euch gleich mal was. Wir lesen uns hoffentlich in der kommenden Woche. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche morgen. Denkt dran, dem Blog zu folgen. Nö. Meldet euch bei Interesse auch gerne im Forum an. Hier nochmal, für alle hier, die das machen möchten, warum auch immer. Nehmt eine komplett neue E-Mail-Adresse. Meldet euch bei Interesse auch gerne im Forum an. Dort habt ihr auch viele Möglichkeiten, euch miteinander und auch mir auszutauschen. Gruß, Rainer mit AI, ganz wichtig. Und das, was ich euch zeigen möchte, schaut mal her. Der hatte am 7. Juli 2024 auf seine Amazon-Wunschliste erstmal einen realistischen Pferdedildo draufgehauen. Dieser scheint pink zu sein, ich werde danach nicht googeln. Aber ich möchte hier diese Safe-Pins ansprechen. Erstmal, der Preis ist echt eine Frechheit. Aber hey, das sind die einfachsten Pinstecker, die man sich ausdenken kann. Aber weil der LGBT drin steht, Preisaufschlag von mindestens 400%. 400%, weswegen hier auch ein so ein Pin 2,25 € kostet. Ja, das ist eine Scheißding. Mhm. Junge, für dieses Geld kaufst du dir ein Gönner-G und trinkst die geile Gülle, Gönner-G und gönnst dir erstmal einen. Ja, geh steht für Gülle. Und jetzt kommen wir mal zu seinem geilen Podcast, Glaube an Freiheit. Ja, in diesem Glauben geht es um meinen Glauben, den ich irgendwann als Religion anerkennen lassen möchte. Ja, der möchte seine eigene Kirche gründen. Also, wie blöd muss man sein? Dazu geht es da, vor allem der, dazu geht es auch darum, Menschen zu finden, die diesen teilen und gemeinsam mit mir eine Kommune gründen möchten, in der wir auch, hallo Feuerwehr, in der wir auch nach unserem Glauben leben und selbstversorgend leben können, / möchten. Ja, dann leg mal los. Hallo und ein herzliches Willkommen beim Glaube an Freiheit. Der Glaube an Freiheit ist ein, eigentlich ist es noch kein religiöser Aspekt, beziehungsweise für mich ist es eben meine Religion, wenn man es so thematisieren möchte. Religion hat für mich immer einen sehr negativen Aspekt. Es ist mein Glaube. Der Glaube an Freiheit thematisiert natürlich auch schon mal das, was mir in meinem Leben besonders wichtig ist, die Freiheit. Sowohl mental als auch körperlich, in welcher Form auch immer. Wir Menschen neigen dazu, uns selbst und andere einzusperren. Na gut, das sagt gerade der, der schon seit, ich glaube, über einem Jahr schon in den Nazi-Bunker hockt, aber was weiß ich schon, ja? Sei es im Denken, sei es im Handeln, wir Menschen haben einige Schwächen und Probleme, was diese Thematiken angeht. Ich möchte euch heute für den Anfang erst einmal kurz zusammenfassen, um was es in den nachfolgenden Podcasts gehen soll. Ich habe mir insgesamt 9 Themen notiert. Und mit diesem Thema hier sind es 10, beziehungsweise mit der Einführung, das Intro. Und ich möchte für euch das Ganze kurz zusammenfassen. Er kündigt hier geradeaus einfach einen kompletten Podcast mit 10 Folgen an und dazu noch 1000 Jahre an Text, die ich mir auch noch durchlesen darf. Und euch werde ich das vorlesen, dann braucht ihr euch das nicht durchlesen. Danke, Rainer, mit AI, ganz wichtig. Danke für diese Scheiße. In den nachfolgenden Podcasts soll es zum einen gehen um die Grundlagen meines Glaubens bzw. meiner hoffentlich zukünftig anerkannten Religion, dann um die Idee einer gemeinsamen Kommune innerhalb dieses Glaubens. Das heißt, ich möchte andere Menschen, die sich vielleicht meinem Glauben bereit sind anzuschließen, dazu bewegen, dass man vielleicht zusammen eine Kommune gründet. Dann geht es um ein Forum und einen Blog, besser gesagt um die Mitgliedschaften in diesen, die Idee und das Konzept meines Glaubens und der Idee der Kommune. Bereits vor diesem Podcast einen Blog erstellt und auch ein Forum erstellt, welches ab sofort auch zur Verfügung steht und für euch ab sofort auch anwählbar wäre. Ganz kurz, er kündigt hier an, im Grunde mehr oder weniger eine Sekte zu gründen. Dann geht es um die Zukunftspläne für unsere Mitglieder, das heißt für die Mitglieder des Glaubens und auch für die Mitglieder der Kommune, sollte das der Fall sein, dass man sie gründen kann. Dann hätten wir Vorteile unseres Glaubens und Vorteil unserer Kommune. Der Vorteil unserer Kommune basiert sehr stark auch auf den Vorteilen des Glaubens.
Und die Vorteile des Glaubens sollen einfach so mal ein bisschen auch die Freiheiten unseres Glaubens thematisieren. Vorvorletztes Thema, die Bedeutung von Polyamor. Das kommt jetzt wahrscheinlich etwas unerwartet, aber da es in unserem Glauben sehr stark um Freiheit geht, geht es auch sehr stark um das Thema sexuelle Freiheit bzw. körperliche Freiheit, da auch das Thema FKK bzw. Freikörperkultur und Nudismus eine sehr große Rolle spielt. Aber nicht nur das, sondern eben auch das Thema sexuelle Freiheit ist ein sehr großes Thema und gerade ich für meinen Teil, der sowohl bisexuell als auch polyamor ist, das bedeutet, ich liebe oder ich bin in der Lage, mehrere Menschen gleichermaßen, in meinem Fall zumindest, zu lieben, eben auch unabhängig des Geschlechtes. Aber dazu, wie gesagt, in diesem Thema mehr. Das vorletzte Thema wäre dann Unterschiede. Ganz kurz, bevor unser lieber Reini wir weiter erzählt. Ganz kurz, ich lese einfach mal von Google vor. Was bedeutet Polyamorie? Übergeordnet bezeichnet der Begriff einvernehmliche Liebesbeziehung zwischen mehr als zwei Partnern. Mindestens eine Person liebt gleichzeitig mehrere Menschen, während alle Beteiligten darüber Bescheid wissen und das respektieren. Manche Polis bewerten ihre Mehrfachliebe nach Wichtigkeit. Das ist im Grunde Gegenteil von Monogamie, also Partner und Partner und mehr nicht. Dass Wengel mehrere Leute ins Bett ziehen möchte, das wissen wir ja eh schon. Und die FKK-Kommunscheiß-Sex-Geschichte, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, aber diesen Absatz, diesen Artikel hat er damals aus seinem FKK-Kommun-Blog gelöscht. Es gab einen eigenen Absatz über Kinder, was die Kinder in der Kommune für eine Rolle haben sollen. Das hat er aber nach großem Aufschrei von allen Seiten aber gelöscht, weil der da wohl gemerkt hat, das passt den Leuten nicht so ganz. Aber die werden hier halt wieder ein Thema spielen. Das kann ich euch leider versprechen. Eben auch unabhängig des Geschlechtes. Aber dazu, wie gesagt, in diesem Thema mehr. Das vorletzte Thema wäre dann Unterschiede. Das ist zugegebenermaßen ein sehr vage gehaltener Begriff, beziehungsweise ein sehr vage gehaltenes Thema. Das wird aber vermutlich noch ein bisschen angepasst und bis ich zu diesem Thema komme, vergehen ja erstmal mindestens 7 bis 8 Tage. Wird bis dahin das Thema sowieso noch ausgefeilter sein und vielleicht gibt es bis dahin sogar mehr als das letzte Thema, das jetzt hier noch kommt, welches der freie Wille ist. Beim freien Willen geht es natürlich auch schon wieder eigentlich um die Grundlagen bzw. um die Grundideen unserer Kommune und um die Grundidee unseres Glaubens. Nun kurz nochmal zusammengefasst, um was es bei meinem Glauben und dem Glauben, den vielleicht der ein oder andere von euch nachvollziehen und sich vielleicht sogar anschließen möchte oder kann. Es geht bei diesem Glauben um die Energie im Universum und die Energie in uns selbst. Es geht auch nicht darum, dass wir positive oder negative Energien haben, Formen oder wie auch immer. Ich will damit sagen, unser Glaube beschäftigt sich nicht damit, dass uns positive oder negative Energien umgeben und entsprechend beeinflussen. Genau genommen ist es sogar andersrum. In unserem Glauben geht es darum, dass Energie weder positiv noch negativ ist. Der Grund dafür liegt darin, wir selbst beeinflussen diese Energie, positiv oder negativ. Die Grundlage dieses Glaubens basiert darauf, dass der Glaube an Gut oder Böse, positiv oder negativ, ein menschliches Konzept ist. Was im Klartext bedeutet, positiv und negativ sowie Gut und Böse existiert gar nicht. Es gibt Handlungen oder auch Denken, dass wir als Böse einstufen. Aber das ist ein menschliches Konzept. Energie und auch Handlungen selbst sind weder positiv noch negativ, noch gut oder böse. Handlungen werden erst dann positiv oder negativ, wenn wir, also als Betrachter, Beobachter, Schuldiger oder Unschuldiger, Täter oder Opfer, erst in die Situation kommen, dass wir mit dieser Situation konfrontiert werden. Und erst dann beeinflussen bzw. bestimmen wir, ob es positiv oder negativ ist. Soweit die Grundidee. Aber dazu, wie gesagt, im nächsten Podcast bzw. im nächsten regulären Podcast, das hier ja nur das Intro ist. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns in Grundlagen unseres Glaubens. Bis dahin und eine schöne Woche. Dazu der Text, den habe ich noch nicht vorgelesen. Podcast Glaube an Freiheit. Hallo zusammen. In diesem Podcast geht es erstmal nur um das, worum es in den späteren Folgen gehen soll. Grundlegend soll es um meinen, / unseren Glauben gehen. Außerdem um eine Kommune, die auf Grundlage desselben Glaubens entstehen soll. Das Hauptziel soll Harmonie und Glück sein. Hier geht's um Forum, hier geht's um Blog, bla bla bla. Was bezweckt er jetzt eigentlich mit diesem Scheiß? Also was ist wirklich seine richtige Intention? Also wirklich, seine echte
Intention und nicht nur das Vorgeben von Friede, Freude, Eierkuchen, was er angeblich haben möchte. Weil das ist meiner Meinung nach in seinem Fall totaler Blödsinn. Angeblich setzt er sich gegen Mobbing ein. Was macht er? Beleidigt alle, provoziert und beleidigt auch Carsten Stahl, der sich halt wirklich gegen Mobbing einsetzt. Also ja, wirklich. Er ist ja auch so hart gegen Nazis und Nationalsozialismus, dass er bei Uwe in Zobis in der Nazi-Schanze hockt und dort einfach irgendwas vor sich hin daddelt und einfach nur dahin vegetiert. Der ist auch so hart gegen Pädophile, dass ihm die ganze Zeit wieder neuerdings gibt es neue Vorwürfe, dass ihm genau das vorgeworfen wird. Er ist auch so friedfertig und so friedlebig, dass er heute noch Verleumdung betreibt und Hater beleidigt und bla bla bla. Ich habe das ja auch schon vor ein paar Minuten erzählt, was er halt über mich wieder behauptet hat und dabei bleibt er immer noch. Vielleicht landet das vor Gericht. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt vor Gericht landet, weil ich noch keine Post von der Staatsanwaltschaft bekommen habe zu diesem Fall. Bitteschön, da ist eure Antwort. Und ich dachte eigentlich immer, dass unser Dr. Rainer eher mit der nordischen Mythologie sympathisiert, wegen Mädel-Leute, voll krass. Ja, das ist die Essenz daraus. Und jetzt sitze ich wieder hier vor so einem Scheiß und kann mir sowas hier durchlesen. Ich mache das nicht in diesem Video, ansonsten wird der Scheiß jetzt 2 Stunden lang. Ich mache daraus ein eigenes Video. Und werde das da vorlesen und werde da vielleicht ab und zu mal meinen eigenen Kommentar reinhauen. Selbstversorgung so weit wie möglich. Ja, ja, mach einfach dein eigenes Land. FKK, bla bla, freie Liebe. Emotional natürlich. Oh ja, emotional. Okay, vergiss es, hier ist auch nur körperlich. Offene Gespräche, Gemeinschaftsleben, private Zeit. Ja, in einem großen Gemeinschaftszelt, wo alle im gleichen Zelt schlafen oder was. Meine Fresse, wie in irgendeiner Militärkaserne. Aber hey... Was weiß ich schon? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung davon. Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach mir in die Kommentare. Ich werde in den nächsten Tagen das Manifest des Glaubens und das Manifest der Kommune durchnehmen und mal gucken, was Rainer Marx geschrieben hat. Ich habe so keinen Bock. Aber okay, was soll's. Dann habe ich hier wieder was zu tuten tun und vielleicht habt ihr wieder was zu lachen tun. Lecker Schmecker. Und in dem Sinne... Viel Spaß. Ich hab euch lieb. Kuss auf Nuss, Mädel auf und bis zum nächsten Mal. Gurke. Bla 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 bla, heda heda bla bla bla.